Ja, ich finde es super, dass so viele Leute da sind. Das freut mich ganz arg. Ich wurde ja gerade eben schon vorgestellt. Mein Name ist Timo Büchner und ich komme eigentlich aus dem Main-Tauber-Kreis im Nordosten von Baden-Württemberg und mache dort seit rund 5 Jahren politische Arbeit, vor allem gegen Neonazi-Strukturen, mittlerweile auch viel gegen die AfD notgedrungen. Und ja, dort hatten wir ganz viele Filmvorführungen, Vorträge, Workshops, auch zu Rechtsrock, was ja heute das Thema sein soll. Und wir hatten auch Neonazi-Konzerte bei uns im Kreis. Und da ging es auch vor allem um Antisemitismus. Und da hatten wir Proteste organisiert. Das heißt, auch bei uns in der Region spielt es immer wieder eine Rolle. Jetzt ist generell kurz die Frage, bevor wir inhaltlich einsteigen, wie bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen? Das will ich kurz erklären. Ich komme aus einem kleinen Dorf und dort wurde ich einfach früh im Jugendhaus mit Rechtsrock konfrontiert. Gerade so in den Abendstunden war das häufig Thema, dass irgendwie Lanzermusik reingemacht wurde. Und da gab es einfach viele Debatten, wie man damit umgeht. Und vor ein paar Jahren habe ich dann den Doku-Film Blut muss fließen, Undercover unter Nazis gesehen. Vielleicht kennt ihn jemand von euch. Da geht es um einen Journalisten, der eben undercover zu Nazi-Konzerten gegangen ist und heimlich Filmaufnahmen gemacht hat. Und die Filmaufnahmen werden eben in einem Doku-Film gezeigt. Und das fand ich mega krass. Und habe mir dann gedacht, okay, da muss ich irgendwie was dagegen machen. Und im Endeffekt habe ich dann ja ein bisschen später meine Masterarbeit dazu geschrieben, also ein paar Jahre später. Und es ist irgendwie das Buch dabei rausgekommen. Und das soll heute so das Thema sein. Ich möchte einsteigen, und jetzt kommen wir wirklich zum Inhaltlichen, mit einem Liedzitat von einem der bekanntesten Lieder. Ich muss immer nur ein bisschen runterfahren, ich habe ein blödes Format der Datei gewählt. Und ich werde es bei den Liedzitaten immer so machen, dass ich die kurz vorlese. Ich habe keine Hörbeispiele, ganz bewusst, weil ich das einfach nicht gut finde, irgendwie Rechtsrock-Lieder abzuspielen. Ich werde die kurz vorlesen und dann drauf eingehen. Und zwar ist das von der Band Tonstörung Anfang der 90er Jahre. Es ist das sogenannte Blutlied. Darin heißt es: Wetz die langen Messer auf dem Bürgersteig, lass die Messer flutschen in den Judenleib. Blut muss fließen, Knüppelhagel dick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Ich habe das Lied aus 2 Gründen für den Einstieg gewählt. Also zum einen stellte Thomas Kuban fest, dass das Lied beinahe auf jedem Rechtsrockkonzert angestimmt wird, entweder von Bands, die auftreten, oder vom Publikum. Das ist der eine Grund. Es spielt einfach in der Neonazi-Szene eine ganz grundlegende, wichtige Rolle. Der andere Grund ist, man sieht natürlich, wie radikal antisemitisch Liedtexte in der Neonazi-Szene sein können. Also es wird offen zur Vernichtung von Menschen jüdischen Glaubens aufgerufen. Jetzt könnte man meinen, das ist vielleicht eine Ausnahme. Ich habe mal nur beispielhaft 2 andere Beispiele noch mitgebracht. Und zwar Ende der 90er Jahre von der Berliner Rechtsrockband Macht und Ehre. Da hieß es: Er ist kein Mensch, er ist ein Jud, drum denk nicht nach und schlag ihn tot. Oder von der Band Xenophobic 2010: Ausrotten, vernichten, zerstören, die Juden dezimieren. Es wird im Vortrag tatsächlich weniger um die offen zur Vernichtung aufrufenden Liedtexte gehen. Es wird vielmehr um Verschlüsselungen gehen. Weil, wenn man sich die heutigen Rechtsrock-Liedtexte anschaut, stellt man fest, ja klar, es gibt solche Liedtexte, die so offen krass antisemitisch sind, aber die meisten Liedtexte, die eben dann auch nicht indiziert sind, spielen mit sprachlichen Codes, die verschlüsseln antisemitische Botschaften. Und darum soll es heute vielmehr in dem Vortrag gehen. Bevor wir allerdings näher auf den Antisemitismus eingehen, will ich noch ein paar grundsätzliche Sachen zum Rechtsrock sagen, dass man das ein bisschen besser einschätzen kann. Und zwar auf der inhaltlichen Ebene kann man sagen, Rechtsrock ist eine Musik mit einer extrem rechten Botschaft. Jetzt ist die Frage, was ist eine extrem rechte Botschaft?
Da spielen natürlich mehrere Elemente eine Rolle. Wir haben natürlich Antisemitismus, Judenfeindschaft. Wir haben aber auch die Verherrlichung des Nationalsozialismus, die Befürwortung eines neuen Nationalsozialismus, Nationalismus, Rassismus, aber auch Sexismus und Homophobie. Das heißt, es spielen mehrere Elemente eine Rolle. Und wichtig ist, wenn man Bands zum Rechtsrock zählt, spielt eben nicht ein einzelnes Lied eine Rolle, sondern man muss das Gesamtwerk einer Band betrachten. Das ist von entscheidender Bedeutung. Das heißt, man würde jetzt zum Beispiel Kollega, wurde ja vorhin kurz erwähnt, nicht dem klassischen Rechtsrock zuordnen, nur weil er sexistisch und antisemitisch ist. Da muss man eben wirklich das Gesamtwerk betrachten. Und so erfolgt es dann, dass man es entsprechend zuordnet. Manchmal spielt zum Beispiel auch noch der Kontext einer Band eine Rolle. Das heißt, in welchem Kontext befinden sich die Musiker und Musikerinnen, meistens Musiker. Klassisches Beispiel, die Band Kategorie C, Hungrige Wölfe. Vor Jahren war das noch ein bisschen undurchschaubarer, wie man die Band zuordnet. Das heißt, wenn man sich nur die Liedtexte anschaut, da ging es meistens um Fußball, um Gewalt, um Alkohol, um Freundschaft. Wenn man sich aber die Verbindung auch schon vor Jahren angeguckt hat, hat man ziemlich schnell festgestellt, dass die einzelnen Akteure der Band eindeutig im Neonazi-Spektrum unterwegs sind, auch in den entsprechenden Kameradschaften unterwegs sind und auch bei entsprechenden Demos waren. Und auch das sind Punkte, die für die Zuordnung zum Rechtsrock von Bedeutung sind. Genau, wenn wir uns jetzt die musikalische Ebene noch anschauen, kann man ganz grundsätzlich sagen, dass ca. 100 Alben pro Jahr veröffentlicht werden und wir haben dort eine ganze Vielfalt an Musikstilen, die von Bedeutung sind. Das heißt, der Begriff Rechtsrock mit dem großen R, das einfach mittlerweile ein wissenschaftlich anerkannter Begriff ist, meint eben nicht nur klassische Rockmusik, sondern eben noch viel mehr. Und klar, in den 70er Jahren ist der Rechtsrock in Großbritannien entstanden. Das war tatsächlich Rockmusik. Die Band Screwdriver hat die Musik geprägt damals. Dann auch Anfang der 80er Jahre gab es erste Rechtsrockbands in Deutschland. Die Bösen Onkels waren so ziemlich die erste Band in dem Spektrum. Es gab aber auch zu Beginn in Deutschland ziemlich schnell Neonazi-Liedermacher. Zum Beispiel Frank Rennecke, der mittlerweile in Bayern wohnt, ist einfach ein führender Kaderakteur in dem Gebiet, der auch einfach heute bundesweit unterwegs ist. Und naja, mittlerweile, wenn man sich die neuen CDs, Publikationen anschaut, ist wirklich die ganze Bandbreite an Musikstilen vertreten. Also wir haben nicht nur die Balladen und den sogenannten Rock Against Communism, wir haben mittlerweile auch den sogenannten National Socialist Hardcore oder auch den NS-Rap. Klassischer Vertreter ist da Max Damage, vielleicht hat ihn niemand schon mal gehört. Es gibt zum Beispiel aber auch eine extrem rechte Spielart des Black Metal, den sogenannten National Socialist Black Metal. Und zum Beispiel auch extrem rechte Varianten des Schlager, auch in den 90er Jahren schon. Oder auch einzelne Bands, die im Neofolk-Bereich dem Rechtsrock zugeordnet werden. Also da sieht man, es spielen wirklich viele Musikstile eine Rolle, wenn es um Rechtsrock geht. Und wichtig, es ist kein einziger Musikstil aus der Szene heraus entstanden. Also es gab immer Adaptionen und immer extrem rechte Spielarten und extrem rechte Varianten einzelner Musikstile. Dann natürlich noch die Frage, naja, welche Funktionen erfüllt eigentlich Rechtsrock für die Neonazi-Szene? Und da muss man natürlich erstmal sagen, natürlich politisiert Rechtsrock, er rekrutiert und er mobilisiert für die Neonazi-Szene. Das ist ein ganz zentrales Ziel,
Häufig wird eben von der Einstiegsdroge Nummer 1 gesprochen und ich finde nach wie vor, dass das eigentlich auch treffend ist. Das heißt, darüber hinaus, über die Rekrutierung hinaus, stiftet Rechtsrock auch ganz klar Identität. Es werden bestimmte Wert- und Normvorstellungen transportiert in den Liedtexten, die eben Jugendliche, junge Erwachsene vor allem erreichen sollen. Und ein dritter Punkt, und den finde ich besonders wichtig, Musik kann durchaus, und Rechtsrock vor allem, kann durchaus eine Waffe sein. Das lässt sich ganz gut an der Band Lanza, das ist nach wie vor, kann man sagen, eine Kultband in der Neonazi-Szene darstellen. Und zwar, die Band wurde Anfang der 2000er Jahre wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verboten. Und die Bundesanwaltschaft hat damals schon festgestellt, die machen Musik, um Menschen aufzustacheln, um Hass zu schüren, damit Neonazis brutale Straftaten begehen. Interessant ist, wenn man sich das Urteil und auch die Anklageschrift durchliest, dass eine ganze Reihe an Straftaten aufgelistet wurde, wo wirklich nachgewiesen wurde, dass bevor Neonazis zum Beispiel Geflüchtete brutal verfolgt und teilweise auch umgebracht haben, Lanza-Musik gehört haben. Da gibt es wirklich mehrere Fälle Ende der 90er Jahre, deshalb wurden dann die Ermittlungen eingeleitet und man hat eben die Band strafrechtlich verfolgt. Und der Sänger Michael Regener alias Lunikov saß dann auch 3,5 Jahre im Knast. Und noch während er im Knast saß, hat er mehrere Alben mit seiner neuen Band, die Lunikov-Verschwörung, aufgenommen. Die Band heißt so, weil in dem Prozess ein Bandmitglied gegen ihn ausgesagt hat und dann hat er eben die Lunikov-Verschwörung gegründet. Und der Lunikov hat tatsächlich mal vor ein paar Jahren was gesagt, dem ich zustimmen muss. Und zwar, Zitat, Rockmusik hat gegenüber Büchern, Demonstrationen und Flugblättern den Vorteil, dass man sie sich täglich immer wieder reinziehen kann, ohne dass es langweilig wird. Und damit trifft er wirklich auf den Punkt. Also natürlich, wenn man sich vorstellt, wie man Jugendliche für die Neonazi-Szene erreichen will, ist Musik natürlich viel mehr das Mittel als ein Flugblatt von der NPD. So, das ist auf jeden Fall einleuchtend. Und genau deswegen ist es einfach wichtig, gerade wenn man sich mit der Neonazi-Szene beschäftigt, sich eben auch die Musik anzuschauen und vor allem auch deren Inhalte. Übrigens, ganz interessant ist, dass auch Lanza nie ein Hehl draus gemacht hat, dass es einfach nur um die pure Gewalt geht. Wir werden das später auch noch an Liedtextbeispielen sehen, beziehungsweise auch gleich. Aber es gab so eine ganz bekannte Stelle, die auch in der Anklageschrift immer wieder zitiert wurde. Und zwar ging es in dem Lied Rock gegen ZOG, werden wir auch nochmal später drauf kommen, um die Stelle, dass sie Terroristen mit E-Gitarren seien und sie singen, Kunst ist eine Waffe für gewaltbereite Musikanten. Spannend ist natürlich, wenn man sich anschaut, naja, um welche Feindbilder geht es denn im Rechtsrock? Wer wird zur Zielscheibe von Neonazis? Ich habe jetzt hier mein Albumcover mitgebracht von einem der bekanntesten, sicherlich bekanntesten Alben auch von Lanza. Das Album heißt Ran an den Feind, wurde im Jahr 2000 veröffentlicht. Und was ich hier zeigen will, ist, wir haben eine weiße Faust mit dem Lanza-Logo auf dem Arm. Und diese Faust schlägt in den Kreis von Feindbildern. Und spannend ist eben, dass die Feindbilder jeweils mit Stereotypen dargestellt werden. Sie werden stereotyp dargestellt. Wir sehen zum Beispiel einen Stereotypen Juden mit einer großen fleischigen Nase und einem Dollarschein oder einem Dollarscheinbündel in der Hand. Also es geht hier natürlich um das Stereotyp des reichen, einflussreichen, mächtigen Juden. Das soll nur ein Beispiel sein. Ich habe die anderen mal noch ein bisschen aufgezeigt.
Und es soll wirklich nur beispielhaft dafür stehen, welche Feindbilder im Rechtsrock bis heute von Bedeutung sind. Das Album ist zwar fast 20 Jahre alt, aber da hat sich wenig getan in der Neonazi-Szene. Es sind quasi immer noch dieselben Feindbilder, und das Krasse ist, dass diese Liste wirklich scheinbar endlos lang ist. Also es gibt diverse Untersuchungen dazu, und im Prinzip kann fast jeder Mensch zur Zielscheibe von Neonazis im Rechtsrock werden. Also es betrifft eben nicht nur die Gruppen, sondern ganz grundlegend auch den Staat, das Parteiensystem, die Medien, Presse und so weiter und so fort. Genau, hier habe ich noch ein paar Beispiele. Genau, wie gesagt, Lanza repräsentiert wirklich die Vielzahl der Feindbilder, die es im Rechtsrock gibt. Und nicht jeder und jede kann zur Zielscheibe werden, aber im Prinzip fast. Also es trifft teilweise auch eben Neonazis aus den eigenen Reihen, die als Verräter bzw. Verräterinnen dargestellt werden. Aber, und das muss man eben betonen, es gibt bestimmte Feindbildgruppen, die besonders zur Zielscheibe werden. Das sind vor allem Migrantinnen und Migranten, aber auch Jüdinnen und Juden. Genau, meine These ist, dass der Antisemitismus im Rechtsrock eine ganz besondere Rolle spielt. In sprachlicher, aber auch in ideologischer Hinsicht. Und zwar, wenn man sich den Wiedervereinigungsprozess, den Einigungsprozess 89-90 anschaut und auch das Blood and Honor-Verbot im Jahr 2000. Blood and Honor ist eben eins der größten internationalen Neonazi-Netzwerke, wurde offiziell in Deutschland verboten, besteht aber eben der sehr dringende Verdacht, dass es bis heute fortbesteht. Wenn man sich die beiden Ereignisse anschaut, stellt man fest, dass sich die Sprache der Neonazis in den Liedtexten verändert hat. Es wurden nämlich nach den jeweiligen oder im Zuge der jeweiligen Ereignisse massiv Alben indiziert. Sie wurden auf den Index gesetzt, sprich als jugendgefährdend eingestuft. Und dann hat sich die Neonazi-Szene jeweils überlegt, okay, wie gehen wir damit um? Und eine Maßnahme war, dass man Alben anwaltlich prüfen lässt. Und das heißt, es wird zum Beispiel vielfach nicht mehr offen zum Mord an Jüdinnen und Juden aufgerufen, sondern es wird mit verschlüsselten Botschaften gearbeitet, um eben die Indizierung zu umgehen. Was man natürlich klar sagen muss, es gibt bis heute Neonazi-Bands, die denen das völlig egal ist. Die haben nach wie vor wirklich Alben, die sind einfach nur voll mit Vernichtungsfantasien. Aber der Großteil arbeitet eben mit den verschlüsselten Botschaften, arbeitet mit sprachlichen Codes. Und diese sprachlichen Codes finden wir vor allem im Bereich des Antisemitismus. Und man findet sie vor allem in allen Formen des Antisemitismus. Man findet sie vor allem im christlichen Antijudaismus, der seinen Ursprung im Mittelalter bzw. auch schon in der Spätantike hat. Und interessant ist, dass die Bilder, die aus dem Mittelalter stammen, dass die bis heute in den Texten vertreten sind. Soll heißen, es gibt zum Beispiel antisemitische Tiermetaphern, wie eben der Krake oder die Schlange oder die Ratte. Das sind Bilder, die man bis heute dort findet. Gerade wenn wir auf das Beispiel der Ratte eingehen, spielte das Bild natürlich auch im Nationalsozialismus eine große Rolle. Es gab 1940 den Film Der ewige Jude, und dort spielte eben das Bild auch eine Rolle, es kam häufiger vor. Und dort hieß es in der Originalvertonung, ich zitiere: Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf.
Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen, unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Zitat Ende. Das heißt, hier wird die Wanderung der jüdischen Bevölkerung aus Osteuropa mit dem Verhalten von Ratten verglichen. Und daraus ergibt sich eben intuitiv für das Publikum der Wunsch, das vermeintliche Ungeziefer, nämlich die jüdische Bevölkerung, zu vernichten. Und eine wichtige Bemerkung ist da natürlich, dass diese bildliche Entmenschlichung der Jüdinnen und Juden, die Darstellung als Ratten, die deutsche Bevölkerung, es war 1940, auf die sogenannte Endlösung einstimmen sollte. Das heißt, es ist einfach die Vorstellung wichtig, wenn man davon ausgeht, dass Jüdinnen und Juden Untermenschen sind, dass sie keine Menschen sind, dass sie das deutsche Volk auslöschen wollen, umbringen wollen, vernichten wollen, dann bleibt nur die Vernichtung dieser sogenannten jüdischen Rasse. Das ist die Weltsicht der Neonazis, der Nazis, und das findet sich eben bis heute. Neben dem Bild der Ratte gibt es natürlich noch mehrere Bilder, die ihren Ursprung aus dem Mittelalter haben, die wir in den Liedtexten der Neonazis heute wiederfinden. Zum Beispiel das Bild des wurzellosen, des vaterlandslosen Juden, des ewigen wandernden Juden. Das sind Bilder, die aus dem Mittelalter stammen. Auch die Entgegensetzung zwischen raffendem und schaffendem Kapital hat seinen Ursprung im Mittelalter. Und wenn eben von dem Volk, das rafft, die Rede ist, dann ist damit eben das jüdische Volk gemeint. Genau, aus Zeitgründen, da kann ich nicht auf alles eingehen, aber da können wir auch gern später nochmal, wenn es gezielt Fragen gibt, darauf zu sprechen kommen. Genau, schauen wir uns mal noch den sogenannten Rassenantisemitismus an. Das ist die, ich sag mal, zweite Form des Antisemitismus. Und der Rassenantisemitismus ist Ende des 19. Jahrhunderts, so 1870, 80, aufgekommen. Und es ist eine scheinbar wissenschaftlich begründete Stereotype gegenüber Jüdinnen und Juden. Und gerade auch die Rassenlehre der Nazis damals begründete einfach diesen Rassenantisemitismus. Und er beschrieb die äußeren Merkmale eines Juden mit einer großen, fleischigen und gebogenen Nase, mit gierig aufgerissenen Augen, einer wulstigen Unterlippe und schwarzem, grausigem Haar. Wir werden es nachher auch noch an einem Bild sehen. Ich habe so ein Propagandaplakat der Nazis mitgebracht. Das sind die Stereotype im Prinzip vereint. Dann sieht man die, wie sich Nazis einen Juden vorgestellt haben. Genau, und wenn man sich eben Liedtexte anschaut im Rechtsrock, dann ist zum Beispiel häufig von den Krummnasen die Rede. Man bezieht sich eben explizit auf die Rassenlehre der Nazis und damit sind natürlich Jüdinnen und Juden gemeint. Genau, wichtig ist beim Rassenantisemitismus, dass er eben die ideologische Grundlage für die Vernichtung der Jüdinnen und Juden gewesen ist. Genau, dann zum sekundären Antisemitismus, auch schuldabwehrender Antisemitismus, das ist eine Form des Antisemitismus, der gerade nach 1945 entstanden ist. Und es war einfach die Frage zentral, welche Schuld hatte die deutsche Bevölkerung am Holocaust? Und da ist ein Begriff von ganz besonderer Bedeutung, nämlich der Begriff des Schuldkults. Der taucht immer wieder, gerade wenn es auch um die AfD geht, mal auf. Also zum Beispiel Höcke verwendet den Begriff sehr häufig, das verwundert jetzt nicht, aber er verwendet ihn sehr häufig. Und der Begriff Schuldkult suggeriert, dass sämtliche Formen der kritischen Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit einzig dazu dienen sollten, den späteren Generationen der deutschen Bevölkerung
eine ewige Schuld für die Verbrechen des Naziregimes aufzubürden. Und dieser Schuldkult, der angebliche, der artikuliere sich dann eben in ja einfach Aktionen zur Erinnerung an die Verbrechen der Nazis, an öffentlichen Gedenken und auch staatlichen Gedenken oder zum Beispiel auch an Entschädigungszahlungen für Überlebende des Holocaust. Der Begriff des Schuldkult, wenn er gerade auch in Rechtsrock-Liedtexten auftaucht, wird häufig mit einzelnen Institutionen verknüpft. Wenn zum Beispiel die Rede ist vom Zentralrat, ist damit natürlich der Zentralrat der Juden in Deutschland gemeint. Und der Zentralrat der Juden in Deutschland als größte jüdische Dachorganisation und politische Vertretung der jüdischen Gemeinden und Landesverbände in Deutschland. Und wenn eben von dem Zentralrat, von dem einflussreichen Zentralrat die Rede ist, dann soll es natürlich auf den vermeintlichen Einfluss des Judentums auf politische Entscheidungen geben. Und das antisemitische Moment liegt insbesondere eben in der Behauptung, der Zentralrat würde die Verbrechen des NS-Regimes auch noch ausnutzen, um finanziell davon zu profitieren. Es gibt im Prinzip, also manchmal wird es sogar noch personifiziert. Gerade auch in den 90er Jahren zum Beispiel wurde häufig zur Zielscheibe Ignaz Bubis als damaliger Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Aber spielen auch andere ehemalige Präsidenten eine Rolle, zum Beispiel Paul Spiegel. In den aktuellen Liedern tauchen die Präsidenten eher weniger auf. Genau, die radikale Ausprägung des sekundären Antisemitismus ist die Holocaust-Leugnung oder eben auch die Holocaust-Relativierung. Und da kann man ja ganz, ja, würde ich mal sagen, obwohl, stimmt, da wollte ich auch noch erst drauf eingehen. Genau, und zwar einen kleinen Exkurs, das will ich manchmal machen, wenn es sich anbietet, weil natürlich hat der Rechtsrock auch mit der Gesamtgesellschaft zu tun und den Antisemitismus, den wir im Rechtsrock finden, finden wir in Teilen auch in anderen, auch viel bekannteren Bands. Spannendes Beispiel ist die Südtiroler Musikgruppe Freibild, die enorm erfolgreich ist. Und zwar hatten sie 2012, als die Band häufiger mal in den Medien war, wegen deren umstrittenen Texten, genau, da haben sie ein Lied rausgebracht, das heißt, wir reiten in den Untergang. Und da heißt es, Zitat, nichts als Richter, nichts als Henker, keine Gnade und im Zweifel nicht für dich. Heute gibt's den Stempel, keinen Stern mehr und schon wieder lernten sie es nicht. Die Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus spielt im sekundären Antisemitismus auch natürlich eine wichtige Rolle. Und ich habe zwei Begriffe hervorgehoben und es zeigt, wie perfide die Band argumentiert. Sie behaupten, damals gab es den sogenannten Judenstern. Es wurden Menschen jüdischen Glaubens verfolgt. Heute tragen wir den Stern, beziehungsweise den Stempel. Diese Opferstilisierung, die Freiwild immer wieder in den Liedtexten betreibt, zeigt sich an der Stelle ganz krass. Also man muss sich das wirklich vor Augen führen. Damals der sogenannte Judenstern, und wenn man den Judenstern tragen musste, bedeutete das für die Menschen Verfolgung und Vernichtung. Auf der anderen Seite haben wir die Band Freiwild, die sich als Opfer stilisiert, die aber mittlerweile eigene Festivals organisiert, die ausverkaufte Tourneen spielt mit Hunderttausenden von Menschen und eigentlich mit jedem Album mindestens eine goldene Schallplatte bekommt. Und ja, so sieht eben der Vergleich mit dem Nationalsozialismus aus. Die Stelle ist mir einfach auch besonders wichtig, weil ich Freiwillen einfach höchst problematisch finde. Aber können wir auch gern später nochmal drauf eingehen.
Genau, wie gesagt, die radikale Ausprägung des sekundären Antisemitismus ist die Leugnung des Holocaust. Wenn man sich Liedtexte anschaut, findet man im Prinzip, ja, dass sich die Neonazis uneinig sind, ob es denn jetzt den Holocaust gab oder nicht. Also wir haben ein Beispiel aus den 90ern von White Aryan Resistance. Dort hieß es, bald stirbt die Ausgeburt der Hölle mit ihrem Märchen von Auschwitz. Also hier wird behauptet, Auschwitz gab es gar nicht. Auf der anderen Seite haben wir aber die Berliner Band Macht und Ehre, ein Jahr später. Dort heißt es, Auschwitz, Dachau und Buchenwald, da machen wir die Juden aufs Neue kalt. Also hier wird eingeräumt, okay, es gab Auschwitz. Und sie fordern quasi ein noch krasseres Auschwitz. Der Verweis ist mir schon auch wichtig, um so die Widersprüche auch, die es in der Neonazi-Szene gibt, aufzuzeigen. Es gibt natürlich zahlreiche, so, aber an der Stelle finde ich es auch total spannend. Genau, und dann haben wir noch die vierte Form des Antisemitismus, das ist der israelbezogene Antisemitismus. Und man kann durchaus sagen, es ist mittlerweile wirklich ja, eine sehr ja, eine dominierende Form des Antisemitismus. Und der israelbezogene Antisemitismus ist natürlich mit der Gründung des Staates Israel aufgekommen. Und man wendet sich seit eben Gründung des Staates gegen dessen Existenzberechtigung. Und mit der Gründung der nationalen Heimstätte der Jüdinnen und Juden wandelt das sich die Vorstellung, die sehr abstrakte Vorstellung, in ein sehr konkretes Feindbild. Das heißt, es war jetzt national identifizierbar und vorher war es eben das Vaterlandslose, das Staatenlose, das wurzellose Judentum. Und auch da gibt es zahlreiche Beispiele wirklich von vielen Neonazi-Bands, wo Israel wirklich richtig krass dämonisiert wird. Und genau, häufig ist zum Beispiel vom Terrorstaat Israel die Rede, von der Besatzungsmacht. Und da habe ich auch ein Beispiel noch dabei. Klassiker, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann, ist die Band Blutzeugen aus Sachsen, die wirklich das richtig hart auf die Spitze treibt. Kann ich aber auch gerne nochmal später drauf eingehen. Genau. Jetzt haben wir die vier Formen des Antisemitismus und ich habe auch so ein paar sprachliche Beispiele gebracht. Jetzt spielt die sogenannte jüdische Weltverschwörung eine ganz zentrale Rolle, um auch den Antisemitismus zu verstehen. Und gerade auch die sogenannte jüdische Weltverschwörung kennt eine ganze Reihe an sprachlichen Codes. Jetzt habe ich hier das versprochene Propagandaplakat der Nazis aus dem Jahr 1944. Man sieht dort versammelt die ganzen Stereotype, mit der die sogenannte jüdische Rasse beschrieben wurde. Das heißt, man sieht die gierig aufgerissenen Augen, die große fleischige Nase, man sieht den sogenannten Wasserschädel. Hier noch versehen mit einem Davidstern. Genau, und es geht natürlich in der Darstellung darum, der Jude versteckt sich hinter den Flaggen der Sowjetunion, Großbritanniens und Amerikas. Das heißt, damit ist natürlich die These verknüpft, dass der einflussreiche, mächtige Jude der Strippenzieher ist, die Politiken der einzelnen Staaten kontrolliert und lenkt. Und genau um das geht es eben bei der jüdischen Weltverschwörung. Es wurde vorhin schon mal erwähnt, letztes Jahr war ja hier das Thema Antisemitismus im Rap. Und gerade auch in der Debatte um Kollega spielt die jüdische Weltverschwörung eine große Rolle. Deswegen ist mir hier der Exkurs auch nochmal kurz wichtig. Ich weiß nicht, wer die Doku Die dunkle Seite des deutschen Rap gesehen hat, die kann ich sehr empfehlen.
Und da geht es im Prinzip auch um das Bild, wenn man sich auch das Video anschaut von Kollega, das Video zur Apokalypse, dass eben das Böse hier dargestellt wird mit dem Davidstern. Das sieht man hier am Finger. Und natürlich auch, es geht nicht nur um die einzelne Symbolik, sondern auch um die Erzählung, die verbreitet wird. Genau, die sogenannte jüdische Weltverschwörung, es geht wie gesagt um die Annahme, dass der Jude nach der Weltherrschaft strebt und dass er der Drahtzieher ist, der hinter den Kulissen die Politik, die Wirtschaft, die Medien lenkt. Und eines der wichtigsten Dokumente in der Hinsicht sind die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Und ich weiß nicht, wer von den Protokollen der Weisen von Zion schon mal gehört hat. Das Dokument ist aufgetaucht Ende des 19. Jahrhunderts, so 1890 rum. Die wirkliche Quelle ist bis heute noch ungeklärt. Es wird vermutet, dass es aus Russland stammt. Und das fand wirklich eine rasende Verbreitung, kam dann auch wenige Jahre später in Deutschland an und wurde dann vor allem auch von den Nazis vielfach gedruckt und weiterverbreitet. Und da geht es im Grunde genommen um dieselbe Erzählung. Es geht um die Erzählung, dass sich angeblich reiche, mächtige Jüdinnen und Juden treffen und besprechen, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen können. Und diese Besprechungen wurden festgehalten in Protokollen. Und also ich habe mir die Protokolle der Weisen von Zion mal durchgelesen. Es ist echt krass schräg und wirr. Und es ist irgendwie unfassbar, dass man glauben kann, dass die Protokolle echt sind. Aber das glauben tatsächlich leider echt viele Leute. Aber es ist wirklich absurd. Es gibt, genau vielleicht noch dazu, es wurde wenige Jahre, nachdem die Protokolle aufgetaucht sind, festgestellt, dass die Protokolle eine Fälschung sind. Und sie sind nicht nur eine Fälschung, sondern sie sind sogar ein Plagiat. Soll heißen, es wurde festgestellt, dass weite Teile der Protokolle einfach von einem Roman abgeschrieben worden sind. Das wurde auch im Gerichtsverfahren festgestellt. Es gab den sogenannten Berner Prozess in der Schweiz. Und da wurde es eben wirklich dokumentiert, juristisch und auch historisch, dass es eine Fälschung ist. Genau, aber wie gesagt, die Protokolle spielen bis heute auch für die Neonazi-Szene eine wesentliche Rolle. Und es gibt einzelne Neonazi-Bands, die sich den Protokollen widmen. Die Band In Tyrannos, das war ein Rechtsrock-Projekt aus dem Jahr 2007. Dort ist der Sänger von der Band Stahlgewitter aktiv gewesen. Und die hatten ein Lied, das hieß Protokolle. Und da geht es um Folgendes. Ich zitiere. Entdeckt hat man sie vor über 100 Jahren von Gelehrten abgefasst. Alte Geheimnisse wollte man bewahren, ihr Ziel die Weltherrschaft. Die ganze Menschheit unter das Joch zu zwingen, doch sie bestreiten das. Echt oder nicht spielt wirklich keine Rolle, es erfüllen sich die Protokolle. Wahr oder altbiblischer Wahn, wie man sieht, läuft alles schon nach Plan. Aktionsprogramm oder Fiktion, doch es geschieht, was macht das schon? Original oder Betrug, das, was ich sehe, ist genug, Beweis genug. Zitat Ende. Spannend ist, dass die Frage, ob die Protokolle nun echt sind oder nicht, dass die Debatte aufgegriffen wird. Und es wird einfach behauptet, okay, also ob die jetzt echt sind oder nicht, ist ja völlig egal. Man braucht sich ja nur die Realität anschauen und dann stellt man fest, es gibt diese jüdische Weltverschwörung. Und da kann ich nur dazu sagen, genau so funktioniert Verschwörungsideologie. So, es geht hier nicht um Fakten, sondern es geht um die bloße Behauptung, es gibt die jüdische Weltverschwörung und dann ist das eben so. Ich habe hier noch ein paar Begriffe hervorgehoben, weil im Kern, gerade bei der jüdischen Weltverschwörung, geht es immer um dieselbe Erzählung. Es gibt angeblich einen geheimen Plan und in dem Plan steht, dass man die Weltherrschaft anstreben will und die wird angestrebt von einer kleinen Minderheit.
Hier werden sie als Gelehrte beschrieben. In den Protokollen der Weisen von Zion wird ganz klar gesagt, dass es Jüdinnen und Juden sind. Diese jüdische Weltverschwörung spielt nicht nur bei den Protokollen eine Rolle, sondern auch vielfach zum Beispiel bei den Freimaurern. Also wenn zum Beispiel Neonazi-Bands über die Freimaurer singen, dann werden die auch immer mit antisemitischen Stereotypen versehen. Auch da geht es um den Plan der Weltherrschaft. Ähnlich ist es auch bei dem Illuminatenorden, bei den Illuminaten. Und besonders stark ist das auch, wenn es um die USA geht. Und da haben wir zahlreiche Begriffe, die von Bedeutung sind. Also gerade wenn man jetzt heute ins 21. Jahrhundert schaut, wird die jüdische Weltverschwörung sehr häufig mit den USA verknüpft. Und es geht in der Erzählung darum, dass es eben angeblich von mächtigen, reichen Jüdinnen und Juden dominiert wird, die USA die Quelle des Bösen seien, die für sämtliche Katastrophen der Welt verantwortlich seien, also für Kriege, für Wirtschaftskrisen, für Terroranschläge und so weiter und so fort. Und besonders häufig taucht die Theorie, wenn man sie so nennen soll, der neuen Weltordnung auf, kurz gesagt NWO. Und es ist ja ganz am Anfang, dass ich nicht nur einen Vortrag mache, sondern auch eine Lesung. Und jetzt habe ich tatsächlich einen kurzen Leseabschnitt. Die Theorie der New World Order, kurz NWO, bezeichnet das angeblich forcierte Ziel der USA, auf globaler Ebene eine Weltregierung zu etablieren. Unter der Weltregierung wird eine überstaatliche Herrschaftsordnung verstanden. Die Rechtsrockband Spreegeschwader sehnt sich nach einem Ende der vermeintlichen NWO und wünscht sich einen Tag der Rache. Zitat: Ich scheiße auf euch und euer System. Eure neue Weltordnung wird untergehen. Es nützt euch kein Gejammer und kein Geschrei. Eure Worte von Freiheit sind eh nur Heuchelei. Der Tag der Rache der Gerechtigkeit. Unsere Feinde vernichtet, bald ist es soweit. Der Tag der Rache, ihr werdet schon sehen, eure New World Order wird untergehen. Zitat Ende. Um eine Weltregierung zu errichten, seien der Theorie der NWO zufolge seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl kooperierender Institutionen und Organisationen geschaffen worden, um die Souveränitäten der einzelnen Völker zu untergraben und sich die erworbenen Kompetenzen einzuverleiben. Mittlerweile seien die Souveränitäten der Völker fast vollständig abgebaut. Nun fehle lediglich die tatsächliche Etablierung der Weltregierung. Nach der Theorie sind die Vereinten Nationen eine Art Testversion. Supranationale Organisationen wie die Europäische Union und Bundesstaaten wie die USA seien aber momentan die mächtigsten Kräfte, die von geheimen Organisationen und Netzwerken gelenkt würden. Die transnationalen Organisationen, die an einer Weltregierung arbeiteten, würden wiederum durch überstaatliche Mächte gelenkt, sodass die New World Order am Ende das Weltjudentum meint. In den Liedtexten des Rechtsrock werden häufig einzelne Motive der NWO verarbeitet. An vielen Stellen spielt die Behauptung, die freien Völker würden durch Kriege gespalten und zersetzt, um schließlich die neue Weltordnung zu errichten, eine zentrale Rolle. Die Rechtsrockband Blutzeugen beschreibt ihr Feindbild und seine Allmachtsfantasien wie folgt. Zitat: Sie dienen nur dem einen und seinen Allmachtsfantasien. Wie geprügelte Hunde rutschen sie winselnd vor ihm auf Knien. So kann er in den Machtzentralen der Welt schalten und walten, Lug und Trug sein Instrument, um auch das letzte Volk zu spalten. Alles, was sie tun und sagen, hat nur den einen Zweck: die Durchsetzung der New World Order und ihrer One World Politik. Eine geeinte Volksgemeinschaft ist dabei ihr größter Feind. Darum hetzen sie uns in einen Bruderkrieg, denn wir siegen nur vereint. Zitat Ende. Das konstruierte Feindbild wird mit antisemitischen Stereotypen beschrieben. Er, der in den Machtzentralen der Welt sitze, sei mächtig, schalten und walten, und heuchlerisch, Lug und Trug.
Deshalb richte er sich gegen die geeinte Volksgemeinschaft und spalte auch das letzte Volk. Sein angebliches Ziel, die Durchsetzung der New World Order, versucht er mit Hilfe seiner One-World-Politik zu erreichen. Der Code One World steht für das Ziel, in Anlehnung an die NWO, die unterschiedlichen Völker und deren Kulturen zu zersetzen und aufzulösen, um einen identitätslosen Völkerbrei, in Anführungszeichen, zu schaffen. In den Liedtexten wird die One World gelegentlich als Volkszersetzungsplan beschrieben. Der Code ist der Neonazi-Ideologie zufolge das Gegenteil einer Völkervielfalt. Entsprechend befürchtet das Rechtsrock-Gemeinschaftsprojekt Killuminati hinter der One World den sogenannten Volkstod. Zitat: Ihr strebt eine One World an, in der kein Mensch mehr frei sein kann. Ein Einheitsmensch ist euer Ziel, der Völkermord im hohen Stil. Die Vielfalt der Völker geht verloren, der Volkstod steht schon vor unseren Toren. Zitat Ende. Nach Überzeugung der Thüringer Rechtsrockband 12 Golden Years, 12 goldene Jahre bezieht sich auf die Nazi-Zeit, sind die USA für die One World verantwortlich, weshalb sie eine Unabhängigkeit von den USA fordern, um die freie Welt zu erhalten. Zitat: Es waren die USA und ihre Schurkenstaaten, die der freien Welt ihren Todesstoß gaben. Völker gibt es nicht in ihrem One-World-Fanatismus. Widerstand verboten im demokratischen Faschismus. Zitat Ende. Es gibt natürlich neben der sogenannten Theorie der neuen Weltordnung noch zahlreiche andere sprachlichen Codes, die in den Liedtexten der Neonazis Verwendung finden. Sicherlich sind die Codes der Ostküste oder auch vielfach, wenn von der Wall Street geredet ist, bekannt. Manchmal spielen auch Namen wie zum Beispiel Rothschild und Rockefeller, geht eben auf Bankiersfamilien zurück, eine Rolle. Auch da soll vermittelt werden, die Rothschilds hätten einen ganz zentralen Einfluss und würden die Geschicke der Welt lenken. Besonders spannend finde ich an der Stelle die Begriffe der Hochfinanz und der Plutokratie, weil wenn man sich die Geschichte der Begriffe anschaut, stellt man fest, dass die gerade auch im Nationalsozialismus eine ganz große Rolle gespielt haben. Also es gab zahlreiche Publikationen, die auch gerade im NSDAP-Verlag erschienen sind, die sich mit der Hochfinanz beschäftigt haben. Und Josef Goebbels, der Propagandaminister, hat häufig die Regierung Großbritanniens und Amerikas als plutokratisch bezeichnet. Es bedeutet einfach Herrschaft des Geldes, Plutokratie. Und es sollte eben die demokratischen Regierungen diskreditieren, diffamieren. Genau, auch hier ist mir nochmal kurz der Exkurs wichtig. Natürlich spielen die antisemitischen Codes nicht nur im Rechtsrock eine Rolle. Wenn man sich zum Beispiel die bekannte Dresdner Rede von Björn Höcke anschaut, bekannt sind ja die Stellen, als er das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet hat, als er von der erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad geredet hat. Das ist alles, was man natürlich ganz klar dem sekundären Antisemitismus zuordnen würde und zuordnen muss. Spannend ist aber auch, dass er gesagt hat, die AfD sei die einzig relevante politische Kraft, die gegen die kollektiven Kräfte der Auflösung der One-World-Ideologen und ihrer Verbündeten steht. Und das sind so ganz eindeutig antisemitisch konnotierte Codes, die eingebaut werden, und die meiner Einschätzung nach ganz klar eine Ansage auch an den antisemitischen Flügel in der Partei, eine ganz klare Ansage sein soll. So. Genau, hier habe ich nochmal ein paar Liedtextbeispiele zu den einzelnen sprachlichen Codes. Um nur ein Beispiel zu nennen, die Band Moshpit aus Thüringen.
ist eine National Socialist Hardcore Band, ziemlich bekannt, hat damals das Genre gegründet, Anfang der 2000er Jahre. Und dort heißt es zum Beispiel, gefundener Spielball dieser Idiotie, benutzte Sklaven ihrer Plutokratie. Hier ganz klar der antisemitische sprachliche Code der Plutokratie. Was sicherlich auch noch erwähnt werden sollte, ist die Debatte um Xavier Naidoo. Aber ihr habt sicherlich mitbekommen, dass es ja rechtlich so ein bisschen schwierig ist. Aber ich habe trotzdem mal die Schlagzeile von der Huffington Post hier nochmal hergezogen, weil er steht im Verdacht, antisemitische Codes zu verwenden. Und als sein Lied Marionetten rausgekommen ist, kam die Debatte so richtig auf. Und wenn er zum Beispiel, da wurden natürlich auch ältere Lieder nochmal begutachtet, und er hat zum Beispiel über den Baron Rothschild geredet, das soll natürlich eine Anspielung auf Rothschild sein. Und das sind eben Begriffe, die problematisch sind, um das mal ganz diplomatisch auszudrücken. Genau, das wäre es soweit erstmal von meiner Seite aus. Wenn es noch Fragen gibt, wir haben jetzt auf jeden Fall noch genug Zeit. Falls jemand Lust hat, ich habe auch ein paar Bücher dabei, 5, um genau zu sein. Und ja, es hat mit der Lieferung der Bücher leider nicht so ganz geklappt. Genau, und abseits dessen, wer sich an Antifa-Recherche interessiert, ich habe auch noch 3 Broschüren von der aktuellen Broschüre, die ich veröffentlicht habe, zu rechten Strukturen im Nordosten von Baden-Württemberg. Und da finde ich ganz wichtig, dass man einfach flächendeckend nachschaut und nicht nur die AfD beobachtet, sondern eben auch die Neonazi-Strukturen, die es gibt. Es geht in der Broschüre natürlich auch viel um die AfD, aber auch um klassische NPD-Strukturen, um völkisch-antisemitische Vereine, die wir in der Region haben. Und wer sich dafür interessiert, sollte ganz schnell sein. Und, genau. Aber soweit erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich denke, ich bin ganz gut in der Zeit. Und jetzt haben wir noch ganz viel Zeit zum Diskutieren. Danke.